Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Spaß am Sparen und allem vorweg Happy New Year! Ich wünsche euch ein wunderschönes, gesundes, erfolgreiches, fröhliches, glückliches, was auch immer, neues Jahr 2024. Könnt ihr es glauben? Da ist das neue Jahr ran. Das letzte Jahr, ich weiß nicht, wo es hin ist, aber... Auf jeden Fall wünsche ich euch fürs neue Jahr nur das Allerbeste, mögen alle eure Wünsche und Ziele und Träume in Erfüllung gehen, also die Wünsche und die Träume in Erfüllung gehen und mögt ihr die Ziele erreichen, so rum, die ihr euch gesetzt habt. Ja, wie gesagt, ihr seht dieses Video natürlich an Neujahr, am 1.1. Ich filme es jetzt am 31.12., am Vorabend, also am Silvesterabend. Demzufolge werdet ihr sicherlich noch eine, wie soll ich sagen, eine soundtechnische Untermalung in diesem Video vorfinden, die sich leider nicht vermeiden lässt, wenn man ein Video am Silvesterabend filmt. Ich wollte es eigentlich schon viel früher gefilmt haben, aber wie das nun mal alles ist, ihr kennt es ja, ne? Aber ich wollte de facto noch eine Runde spielen im alten Jahr, um dann auch meinen Abschluss machen zu können, weil ich soweit schon meine Budgetplanung für Dezember, also den Abschluss schon gemacht habe für alles. Mir fehlen jetzt halt nur noch die Zahlen für die SinkingFund 2, sprich was über die Spiele in diesem Monat in die einzelnen Spartöpfe gewandert ist. Und demzufolge, um das ausfüllen zu können abschließend und um dann wirklich den finalen Abschluss hier zu machen für den Monat Dezember, müssen wir erst noch eine Runde spielen, weil ich das unbedingt möchte, weil, ja, weil ich noch Geld übrig habe. Das klingt jetzt echt blöd, ne? Nein, aber ich wollte so gerne nochmal. Und außerdem, ich hinke so hinterher mit den Weihnachtsspielen, ne? Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, so viele Weihnachtsspiele in meine Beine zu packen. Es war ja eigentlich von Anfang an klar, dass es nicht schaffbar ist, ne? Also ich glaube, ich werde nicht eine der Challenges beenden können. Ich weiß es nicht. Ich glaube, im nächsten Jahr muss ich das anders machen. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Auf jeden Fall. Genau, bevor wir das machen, das will ich nämlich dann im nächsten Video mit euch machen. Und zwar einmal meine Ziele für das Jahr 2024, meine finanziellen Ziele. Wenn ihr meinen Sparspaß Adventskalender hattet, dann habt ihr ja diesen Download hier auch, den ihr euch eventuell ausgedruckt habt. Das werden wir gemeinsam ausfüllen und ein bisschen darüber schnacken. Und dann habe ich mir hier schon meine Budgetplanung für den Januar vorbereitet. Soweit schon ausgedruckt, da will ich jetzt noch ein bisschen zusätzlich mit Washi-Tape etc. also noch ein bisschen zusätzlich gestalten. Und dann werden wir das ausfüllen, die Planung für Januar. Ein paar kleine Änderungen sind und ansonsten Cash-Stuffing etc. pp. So das Übliche zum Monatsstart. Aber wollen wir mal nicht einen Schritt vom ersten machen und nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Das kommt erstmal einmal noch auf Seite, weil das erst dann im nächsten Video folgt. So, wir haben uns ja durch alle durch alle Sparspielbeine einmal durchgespielt. Und jetzt haben wir das Problem, nee, Problem haben wir eigentlich gar nicht, aber wir haben, wir stehen vor dem, nee, wie soll ich sagen, wir stehen vor der Herausforderung, so rum. was wir jetzt nochmal durchnehmen wollen. Achso, nee, stopp. Siehst du? Ah, das ist schon toll, wenn man einen Plan hat, wenn man den nur einhält. Ich wollte euch ja erst noch dieses Päckchen zeigen. Das hatte ich euch ja im letzten Video versprochen. Und zwar von Leafy Budget kam das an, vor Weihnachten schon. Und das wollte ich ganz gerne noch mit euch auspacken. Da hatte ich euch ja schon so ein bisschen angeteasert. Hier steht schon Step 1, Spritze öffnen. Da geht es nämlich in erster Linie um ein Spiel, was ich mir gewünscht hatte von ihr im Tauschpaket. Das hatte ich schon sehr, sehr lange so ein bisschen mitgeliebäugelt. Weil ihr wisst ja, ich bin ja auch so ein Fan von, ja, von so Exit Games, ne? Und Crime Games können wir spielen. Und ja, wir fangen mal an. Wir packen mal aus. So, genau, Leafy Budget. Eine kleine süße Elefantenbüroklammer. Die habe ich ja noch nie gesehen. Die ist ja cute. Guck mal. Süß. Genau, Leafy Budget. Lieber Andrea, vielen Dank für deinen Tausch.
und viel Freude bei Sparen. Über Feedback bei Etsy würde ich mich freuen. Liebe Grüße, Lea. Lefi Budget, da findet ihr sie auch bei Etsy, bei Instagram und bei TikTok. So. Und zwar muss ich jetzt mal schauen, was sie mir hier alles eingepackt hat. Schwupps. Einmal das schöne Seidenpapier auf Seite. Genau, gewünscht hatte ich mir nämlich dieses Krimispiel von ihr. Und ich glaube, das werden wir mal als erstes hier rausholen. Ich weiß jetzt nicht genau. Ach, das hatte ich mir auch noch gewünscht, richtig. Genau, ich packe das hier erstmal kurz raus und sortiere erstmal. Hier haben wir noch ein kleines Stäbchen zum Rubbeln. Und noch einen kleinen süßen Schlüsselanhänger. Oder Anhänger für meinen Planner. Mit süßen Smileys. Da freue ich mich. Dankeschön. Einen kleinen Würfel. Einen orangefarbenen. So. Genau. So, wir gucken mal, was wir hier haben. Jetzt machen wir noch ein bisschen Naschi. Haribo. Oh, lecker. Noch ist das alte Jahr, ne? Noch ist ja nicht mit den, mit den Vorsätzen ist ja noch nicht so. Noch geht. Ah, kennt man ja, ne? So, wir holen es mal raus hier. Die Angelegenheit. Schwupps. So. Wir haben hier das. Mal gucken. Genau, Gekrösel. Gekrösel kann erstmal auf Seite. So. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. So. Und zwar Escape the Past heißt das Spiel. Kommt mit diesem lustigen Röhrchen hier, mit diesem Reagenzglas. Mit 5 kleinen Tabletten, Pillen drin. Mit Losen. Voll cute. Ha. Und eine kleine Spritze. Mit der sollen wir ja starten, laut Anweisung im Karton. Zuerst die Spritze öffnen. Also ich denke mal, da ist irgendwie eine Anleitung drin. Oder zumindest eine Story, irgendwie, wie es losgeht halt, ne? Aber ist das nicht eine mega, mega coole Idee? Ich finde das so witzig. Ich fand das richtig, richtig cool. Ich stehe auf so Sachen, die so ein bisschen out of the box sind. So, genau. Escape the Past. Wir machen das mal hier auf. So. Nein, nicht festkleben. Hilfe. So, genau. Hier haben wir einmal den Tracker und ist der Sport. Escape the Past, hier mit diesem coolen alten, wie in so einem alten Sanatorium. Wir mögen ja auch, Thomas und ich, wir mögen ja auch so voll so Lost Places und gucken auch so gerne so Urbex-Videos auf YouTube und richtig, richtig cool. Created by Bibi Budget und Lefi Budget. Okay, eine Corporation wahrscheinlich. Sehr, sehr cool. Der Tracker. So, Abschluss, das ist zum Schluss, das dürfen wir bestimmt noch nicht lesen. Ich lese es jetzt einfach mal nicht. Sammelkarte, Akte 1, Akte 2, Akte 3, Akte 4, Akte 5, Akte X. Schrift erinnert mich auch ein bisschen an Akte X, ne? Ich war ja früher so ein mega Akte X-Fan. Sag mal, kennt ihr noch Akte X? Wenn ihr so in meinem Alter seid, kennt ihr es wahrscheinlich noch. ich habe das gefeiert, ich habe das geliebt. Ich habe, Akte X war das Größte. Ich habe immer gehofft, dass Mulder und Scully zusammenkommen. Jede Folge hat man mitgefiebert. Ob sie sich endlich mal näher kommen. Ah! So, genau, dann haben wir hier die einzelnen Akten. Oh, guck mal, auch cool mit einem Wachssiegel verschlossen. Genau, und die dürfen wir dann wahrscheinlich nacheinander öffnen. Akte 1, Akte 2, Akte 3, 4, Akte 5 und die Lösungen. Da werden wir erstmal nicht reinschauen. Genau, und dann denke ich mal, die Spritze wird uns dann sagen, wie es losgeht, sicherlich mit Akte 1. Also da freue ich mich schon mega drauf. Wir haben ja auch noch das andere Krimispiel. Also da werden wir auf jeden Fall jetzt im neuen Jahr dann auch, denke ich mal, werde ich eine separate Reihe machen mit den Krimispielen. Da freue ich mich mega, mega, mega drauf. Sagt mal, mögt ihr auch so Krimispiele? Also ich liebe das. Ich liebe das. So sehr. Also da freue ich mich riesig. Ganz, ganz lieben Dank. Und vor allem, dass es extra für mich nochmal gemacht hast, ne? Weil das war ja, glaube ich, im Shop ausverkauft oder das letzte oder wie auch immer, auf jeden Fall. Ganz, ganz lieben Dank. So, genau, dann hatte ich mir noch ausgesucht Simon's Pub. Dieses hier. Ich bin ja auch so ein totaler Irland-Fan und Schottland-Fan und wir lieben auch so Pubs und Irish Pubs, deswegen fand ich das ziemlich cool.
Genau, wir haben hier einmal Simons Pub. Die Getränkekarte. Altbier vom Fass, Simons vom Fass, dunkles. What? Mask Bourbon, Irish Dungeon, Scottish Single Malt. Und Tally's Single Malt. Sehr, sehr cool. Beer Tasting. Glücksspiel, Dart, Poker, Blackjack und Billard. Auslegbier. Sehr cool. Also wirklich wie so ein Irish Pub Besuch. Haben wir hier den Tracker. Die Rechnung. Ui, die Rechnung ist immer gut, ne? Rechnung ist immer gut, wenn du einen Pub besuchst oder ein Restaurant. Genau, und hier haben wir das Spielfeld. Kann man sich dann auch wieder wahlweise die Summe auswählen. Und hier hinten dann die Beschreibungen für die Aktionsfelder. Du musst die Rechnung bezahlen, nimm die beiden die Karte zur Hand. Oder halt, also du suchst dir was zu trinken aus, nimm die Klappkarte etc. pp. Also finde ich richtig cool, so ein Pappbesuch. Mal ganz was anderes, freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf. So, Simons Pub. Hier haben wir noch einen Würfel, ich weiß nicht, zu was der gehört. Aber das wird sich dann sicherlich im Laufe der Zeit erschließen. Nun komm. Gut, ich lasse jetzt erstmal zu. Auf jeden Fall ist da ein richtig cooler Würfel drin mit Minus und Plus. Und ein kleiner grüner und dann noch ein kleiner Magnetspielstein. Mache ich nachher, brauche ich eine Schere zu, sonst ist meine Nägel gleich wieder im Eimer. So, dann haben wir noch hier Find the Key mit einer kleinen süßen Alice im Wunderland. So. Hui. Schwupp. Da haben wir einmal Lose, goldene Lose. Find the Key zum Rubbel. Ein Tracker hinten drauf. Trecker klingt immer so nach Landwirtschaft. Einmal Drink Me. Da sind die Lose dann dafür, ne? Sehr, sehr süß. Und ein Tracker und einmal die verrückte Würfel. Die verrückte Würfel. Spare dein Alter. Oh je, Mini. Oh, das wird teuer. Wenn du alle Felder fertig hast, darfst du das Feld frei rubbeln. Oh, da fehlt, glaube ich, ein Rubbelaufkleber. Da sollte, glaube ich, ein Rubbelaufkleber drauf sein, denke ich mal. Oder? Ja. Egal, macht nichts. Klebe ich mir selber einen drauf. Habe ich bis zum Ende eh wieder vergessen. Ihr wisst ja, das Alter und so, ne? Da wird man vergessen. Außerdem, bis ich so eine Challenge beendet habe. Ihr wisst ja, vergehen ja, geht ja einiges an Zeit ins Land und dann habe ich eh wieder vergessen. Drunter steht. Aber voll cool hier vom Design her, mega schön, ne? Mit dem weißen Rabbit von Alice im Wunderland. Sehr cool. Auch hier mit den Fläschchen. Richtig schön. So. Oh, oh, oh. Es fällt wieder mal alles nach unten. Aber gut. Wäre ja auch noch schlimmer, wenn es nach oben fallen würde, ne? So, was haben wir hier? Kommt erst in den Shop. Okay, cool. Was Neues? So, mal gucken, was wir hier. Noch eins. Also. Mal wieder lose. Die werde ich mal separat halten. Ich weiß nicht, ob die. So. Okay. Wir haben Beach Vibes. Na, Beach Vibes. Jetzt langsam bin ich auch schon wieder so reif für den Frühling, ehrlich gesagt. Dieses olle, eklige, nasse, windige Wetter ist ja kein richtiger Winter, ne? Also wenn es wenigstens richtiger Winter wäre, dann würde ich es ja feiern, dann würde ich es mega finden. Ich liebe richtigen Winter, so schön mit Schnee und knackend kalt. Aber ist ja nicht, ne? Ist ja nicht. So, wir haben hier einmal zum Abhaken Getränke, Eis, einen hübschen Leuchtturm, Muschel los, da kommen dann die Lose zum Einsatz, Würfelcocktails, dann hilft Schildi zurück zum Meer zu gelangen, hier lang, und dann können wir hier nochmal rubbeln, diese hübschen Strandaccessoires, sehr süß, da kriege ich gleich wieder so Urlaubsvibes, ha, auch schön.
Also ich finde mal jede Zeit ist so schön. Ne? Also wenn so Sommer ist, ich freue mich dann immer mega auf den Herbst. Wenn Herbst ist, freue ich mich auf den Winter, Schnee. Gut, haben wir nicht. Aber dann bin ich auch schon wieder im Januar, könnte dann schon langsam der Frühling wieder anfangen. So, und dann haben wir hier noch ein kleines Säckchen. Nochmal mit einem lilafarbenen Würfel und einem kleinen Spielstein und nochmal ein paar Losen. Lasse ich jetzt einmal da drinnen. Genau, A World Underground. Das passt ja auch zu diesen Wubble-Challenges da, ne? Mit dem Alice in Wonderland. Genau, das hatte ich mir nämlich auch ausgesucht hier, weil ich das so mega hübsch fand. A World Underground. Spielfeld mit der hübschen kleinen Alice hier. Und dann haben wir hinten wieder die einzelnen Aktionen. Du trittst gegen die rote Königin an. Nimm die Klappkarte zur Hand. Die Zeit vergeht, aber auch zu schnell. Würfel und gehe die Augenzahl nach vorn, etc. pp. Gucken wir uns mal die Klappkarte an. Genau, hier haben wir die Klappkarte. Ist auch nochmal die hübsche Alice mit drauf. Genau, Würfelweg. Hier haben wir einmal Start bis Ziel. Dann haben wir hier Rubbeln. Findest zuerst die Königin. Musst du 10 Euro extra Strafe zahlen. Ui! Genau, das ist dann mit der roten Königin das. Und dann haben wir hier nochmal Ziel ein Los. Und bezahle ihn, den verrückten Hutmacher. Genau, sehr cool. Auch richtig, richtig süß. Und da haben wir den kleinen Tracker noch dazu. Auch mit der süßen Alice drauf. Genau, das werde ich mir, denke ich, mal zusammen in einen Ordner packen mit den Rubbel-Challenges. So, ich freue mich auf jeden Fall mega über dieses tolle Tauschpaket. Richtig, richtig coole Sachen. Besonders den Pub feiere ich total und das Exit Game. Oh ne, Alice ist auch süß. Ach komm, ist alles. Es ist immer schwierig, irgendeinen Favoriten zu picken, ne? Genau, liebe Lea, ich danke dir von Herzen für die tollen Sachen, die du mir da eingepackt hast und fürs Tauschen. Ich wünsche dir auch ganz viel Spaß mit den Sachen, die ich dir geschickt habe. Und ja, ich freue mich drauf, die Sachen dann, ich klebe fest, im nächsten Jahr zum Einsatz bringen zu können. So, aber jetzt, bevor wir die Sachen zum Einsatz bringen können, müssen wir erstmal ganz, ganz, ganz viel Platz schaffen in unseren Bindern. Und das wird, glaube ich, nicht so einfach, weil wir dann noch ganz viele weihnachtliche Sparspiele haben. Also müssen wir uns ins Zeug legen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so durch, dass ich alle durchgehe. Ach, voll der tolle Satz, ne? Ja, der hat richtig Sinn ergeben, Andrea. Und ich einfach wirklich auswähle, wo ich sage, das möchte ich irgendwie, oder da sehe ich Potenzial drin, dass ich es überhaupt noch ansatzweise im Laufe des Januars oder Februars beenden könnte. Also ich habe beschlossen, ich werde auf jeden Fall bis Ende Januar die Weihnachtsspiele drin lassen. Dann muss ich mal gucken. Winter geht auf jeden Fall noch weiter, aber ja, und werde jetzt auf jeden Fall alle Spiele skippen, die nicht weihnachtlich sind. Weil die kann ich auch später im Jahr noch besparen. Und ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht, oh Gott, das ist so laut, sorry. Gedanken gemacht, wie ich das in Zukunft handhaben werde. Und ich glaube, ich werde das in Zukunft so machen. Es gibt einfach so viele schöne saisonale Sparspiele und Challenges und ich möchte sie alle spielen, weil ich es so schön finde und liebe. Aber die Zeit erlaubt es einfach mal gar nicht, ja. Und ich habe es mir so überlegt, dass ich in Zukunft das so machen werde, dass ich wirklich, ähnlich wie ich es hier auch schon gemacht habe, ein, zwei saisonale Planer mir dann anlege und die wirklich haben dann Priorität in dem Fall. Also zumindest, ich sag mal so, für Seasons, wo ich mich kenne, wo ich viele, viele Sachen neu einziehen lassen möchte. Sprich Herbst, Halloween und Winter, Weihnachten. Ja. Ich weiß jetzt so Ostern, Valentinstag, was gibt's noch alles? Da brauche ich keine extra Binder, die kommen mal so dazwischen, da hast du so zwei, drei. Das passt, das ist okay, weiß ich. Aber Weihnachten und Herbst, Halloween, da weiß ich, da eskaliere ich immer, weil es einfach meine liebsten Zeiten sind. Da gibt es immer so mega viele schöne Sachen. Und da werde ich mich dann wirklich nur darauf fokussieren, weil ich habe jetzt natürlich ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich natürlich auch in den kompletten Durchgängen alle anderen neutralen Spiele, sprich die du auch rund ums Jahr spielen kannst, auch mit bespielt und mit bespart habe. Und demzufolge bin ich jetzt bei den Weihnachtssachen nicht so weit gekommen. Ich hoffe, das macht Sinn. Also das war so meine Überlegung fürs kommende Jahr. So, genug gesammelt. Wir gehen los. Und zwar Lebkuchenfrau Leni und Lebkuchenmann Lenny. Da sind wir auch noch nicht so weit gekommen.
Die möchte ich aber auf jeden Fall fertig machen und fertig rubbeln. Rubbelhilfe. Ist weg. Ja, läuft bei mir. Nee, da ist er. Ich hab sie. So, ich werde das erste Mal hier einmal rubbeln. Und zwar das Fensterchen. 6 Euro. Schatzi! Komm mal kurz! Ich sag jetzt nicht, komm mal rubbeln. Ich sag jetzt nicht, komm mal rubbeln, aber... So, du darfst hier. Ja. Warte, ich nehme die mal raus. Ich glaube, ja, geht das so? Ja, aber. Ja, klar, wo denn? Naja, wo musst du dir schon selber überlegen? Eins von den silbernen Feldern, ne? Mit der anderen Seite würde ich rubbeln, macht sich besser. Geht nicht. Ah, scheiße. 3 Euro, mach mal noch eins. Okay. Wir haben es ja. Gib mir 2 Euro, okay? 5 Euro. Na, immerhin. 5, 6, 7, 8. Okay. Zack, zack, zack. Dankeschön. So, ich mach das mal sauber ordentlich. Ja, mach das, mach das. So. So, 5, 6, 7, 8. Auf Tommy seinem Kärtchen. Bei mir waren es 6. Also haben wir jetzt nach Adam, Riese und Eva Klein 14. Wie machen wir noch den? 15, 16, 17, 18. Oh! 19, 20. Aber dann haben wir wenigstens eine runde Summe. Dann haben wir 25 Euro. Dann kommen da nämlich 25 Euro rein. Yay. So. Stift. Stift. 31.12. 31.12. Ja, 25 Euro. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich nicht weiß mehr. Was habe ich denn aufgerubbelt? Thomas hat die 3 und die 5, ne? 5, 6, 7, 8. 8 Euro. Ist ja eigentlich am Ende auch egal, ne? Eigentlich ist das jetzt echt voll marginal, was ich. Egal. So, 27. Ich weiß ja eh, in einen Topf geht 27. 25 minus 8, dann habe ich 18, richtig? 5, 6, 7, 8, 17. 17. 5, 6, 7, 8, 17. 17. Macht dann 37. Stimmt das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch zu faul, einen Taschenrechner zu holen. Hilfe. So. Dann kommen 25 Euro in die Sesen-Lebkuchen von der lieben Minimi. Schwupp. So, weiter geht's. Der Mr. Lebkuchen. Mr. Lebkuchen darf natürlich auch zum Einsatz kommen. Er zieht einmal den Hut. Tada! Und wir brauchen den Würfel. Den Würfel. Da ist er. So, und wir würfeln einmal. Wir schauen mal. Ein Pünktchen ist der kleine Punkt. Gut. Und wir rubbeln ein kleines Pünktchen auf. 2 Euro. Und nochmal. Ein Stern. Oh nein, mein Nagel. Oh, sorry. Jetzt ja. Gerade lackiert, ne? Naja, jetzt müsst ihr damit leben. Stern. 3 Euro. Das sind 5 Euro. 5 Euro für den kleinen Lebkuchenmann. So, da haben wir eigentlich auch noch eine ganze Menge, ne? Oh. Naja, ich denke mal, viele Sachen werde ich auch mit ins nächste Jahr nehmen müssen. Obwohl, da gibt es ja auch wieder neue Sachen, ne? Oh, ich fühle mich so mies. Ich hätte es so... Es war von Anfang an klar, es lag ja auf der Hand, ne? Aber... Sag mal, wie weit seid ihr mit euren Weihnachtschallenges? Sind die alle kurz vorm Abschluss oder bräuchtet ihr da auch noch eigentlich ein paar Monate Zeit, um die alle abzuschließen? Seid mal ganz ehrlich, bitte sagt mir, dass ich nicht allein bin. 5 Euro, einmal machen wir noch. Einen großen Punkt. 5 Euro, 6, 7 Euro. So, und ihr kennt es bereits, ich brauche jetzt da nichts weiter sagen, die Kamera ist mal wieder ausgegangen. 11 Euro hatten wir. Sind wir jetzt bei 21 Euro bei dem süßen Mr. Lebkuchen im neuen Jahr. Ich muss da echt was ändern. Ich muss eine Kamera, eine
Ne, ja, ich muss, weiß nicht, womit filmt ihr? Wenn ihr Videos macht, sagt mir mal bitte, womit filmt ihr? Habt ihr irgendwie eine Kompaktkamera oder filmt ihr mit dem Handy? Ich filme jetzt mit der Spiegelreflexkamera, aber die geht halt ständig aus, weil die ist ja eigentlich nicht für Videos in erster Linie gedacht. Oder habt ihr so eine richtige Videokamera, so ein Camcorder, so wie man von früher kennt? Bloß mit dem Handy ist auch blöd, weil da ist ständig der Speicher voll und dauert es ewig mit der Übertragung. Und ich weiß es nicht. Hier ist es halt super, nimmst Speicherkarte raus, zack, fertig. Ja, gut, Mr. Lebkuchen, habe ich das Geld noch nicht reingepackt, ne? Siehste, will sie schon wieder anfangen zu bescheißen hier. So, jetzt haben wir 11 Euro. So, Astro Winter lasse ich jetzt erstmal, weil den kann ich definitiv noch schön weiter mitnehmen bis in den Februar, März. Den kleinen Grinch, den werden wir auf jeden Fall machen. Den süßen Grinchy von der lieben Tina von Black Roses Design. Und da würfeln wir einmal. Und wir haben eine 5 und eine 5 haben wir nicht mehr. Eine 4, da haben wir eine 4. Stift. So, 4. So, sagt doch mal, wie war euer Weihnachten? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir sind gleich mit Silvester eingestiegen. Wie waren eure Weihnachtsfeiertage? Erzählt mal. Was schön, was entspannt. Habt ihr verschiedene Geschenke bekommen? Ja. So, eine 2. 5, 6. Ach, Leute. Ey! 7. Na, einmal noch. 8, 9, 10. Na, das ist doch super. 10. Und dann lassen wir uns den Rest noch für die nächste Runde. So. €31. Ja, erzählt mal. War euer Weihnachtsfest schön? War es entspannt? War es ruhig? Das ist ja immer das Wichtigste, ne? Finde ich. Dass es nicht so stressig ist. Also unser Weihnachten war eigentlich sehr, sehr schön. Wir hatten eine schöne Zeit mit Familie. War auch alles recht entspannt. Und ja, gutes Essen, schöne Geschenke, die es natürlich wieder gab. Auch wenn man sagt, ja, Geschenke machen wir nicht oder nicht so viel, ne? Aber wie es halt so ist. Und ja, von meiner Mama gab es Geld, hat man auch gesagt, weil sie, ja, sie kommt halt auch nicht so großartig jetzt irgendwo hin zum Shoppen oder so. Und habe ich auch gesagt, schenk uns Geld. Und da haben wir dann hier ein bisschen Geld, was wir noch dann im Januar schön in unsere Spartoppe verteilen können. Das ist ja auch mal ganz schön. Und ja, ansonsten, wie gesagt, es war richtig, richtig schön. Und auch der erste Weihnachtsfeiertag, der ja mal so ein bisschen schwierig ist, wegen dem Todestag halt von meinem Papa, ne? Aber es war alles schön. Und zwischen den Jahren jetzt haben wir auch so ein bisschen ruhig gemacht. Viele Sachen schon vorbereitet fürs kommende Jahr. Habe auch schon wieder ganz viele neue Ideen gesammelt für Sachen, die ich entwerfen möchte. Und dann musste ich auch noch so ein bisschen den Shop umstellen. Da wird es ein paar Änderungen geben ab Januar. Ja, und ansonsten so ein bisschen entspannt auch, ne? Wir beginnen ja auch mal die Rauhnächte jetzt zu der Zeit, wo wir so ein bisschen Rückblick halten, Rückschau halten und ein bisschen vorausschauen aufs neue Jahr, uns fokussieren, ein bisschen träumen und planen und ja, also so ein bisschen ruhig und entspannt. Und so wird es auch noch ein bisschen weitergehen bis zum 6. Januar, bis die Rauhnächte dann vorbei sind. Obwohl ich natürlich ab 2. dann wieder anfange, auch Etsy-Bestellungen zu verschicken etc. pp. Aber immer noch so ein bisschen, dass wir wieder langsam starten, ne? Nicht wieder gleich so full force. So, weiter geht es. Aber lasst mich auf jeden Fall mal wissen, wie euer Weihnachten war. War es schön, war es, wie ihr es euch vorgestellt habt. Und genau. Und was mich auch interessieren würde, wo wir jetzt gerade dabei sind, Silvester, ne?
Wie habt ihr gefeiert? Wie habt ihr Silvester verbracht? Das ist, weil es ist ja immer so, ne? Entweder ist ja ein Partei Party und lass krachen und Partei, wir bleiben zu Hause, machen es uns cozy und machen die Jalousien runter quasi. Welche Fraktion seid ihr? Team Party laut oder Team entspannt ins neue Jahr gehen? Zu Hause, gemütlich, lasst mich mal wissen. Also wir sind definitiv Team entspannt zu Hause, sonst würde ich hier wahrscheinlich auch nicht am Silvesterabend sitzen und ein Video drehen, sondern würde irgendwo die Puppen tanzen lassen. Aber ich weiß nicht, für mich ist immer der Jahreswechsel eher irgendwie, ich komme damit nicht klar. Also für mich ist es nicht so Party und Stimmung und ich weiß nicht, für mich ist es immer eher was, wie soll ich sagen, was besinnlich, ja nicht besinnlich, aber was Ruhiges. Also ich möchte da so in Ruhe nochmal das alte Jahr reflektieren und dann so ein bisschen bewusst ins neue Jahr gehen. Ich hoffe, dass man irgendwann, das klingt wahrscheinlich total dämlich, ne? Aber wir finden das irgendwie immer schöner. Ich war schon immer so, oder wir waren schon immer so eigentlich, dass wir wirklich gesagt haben, ganz in Ruhe lieber, also auch mal mit Freunden gerne, aber halt dann auch gemütlich, kleine Spielerunde, schön Raclette und aber nicht so mega Party irgendwie. Obwohl ich sag, ja früher, als ich 20 war, 19, 18, 19, 20, sind wir auch zum Brandenburger Tor und oh, hey, gib ihm. Aber ja, die Zeit ist halt jetzt doch lang vorbei. Und ja, jetzt ist es halt wirklich eher so gemütlich zu Hause. Gerade jetzt auch mit den Tieren, mit den Katzen, ne? Also oh, der Hund von meiner Mama, der leidet so dermaßen. Und auch unsere Katzen, unsere drei Katzen, für die ist es auch immer die Hölle. Von daher müssen wir da schon zu Hause bleiben oder wollen da definitiv zu Hause bleiben und die nicht alleine lassen. Und ja, machen sie uns da einfach cozy. Heute Abend gibt es auch richtig schön lecker Essen, schön Raclette und dann ganz gemütlich rüber noch so ein paar Wünsche notieren, Wünsche verbrennen, da haben wir auch noch so kleine Rituale, die wir machen und ja, so werden wir ins neue Jahr rüber schweifen, rüber gleiten. Und wie gesagt, ich bin eh nicht so der Freund von Feuerwerk, also wenn es nach mir ginge, ich weiß, da scheiden sich die Geister, brauchen wir auch keine Diskussion führen, aber für mich bräuchte es kein Feuerwerk geben. Vielleicht gerne in jedem Ort zentral ein großes Feuerwerk, wo man hingehen kann, wenn man möchte, sich das anschauen. Aber so dieses ganze laute Geböllere und diese ganzen, Vollpfosten, die dann durch die Straßen ziehen und eigentlich nur Dinge kaputt machen, die Böller in Hausflure werfen, in Briefkästen, in was weiß ich. Oh, da platzt mir die Hutschnur, ehrlich. Also, gut. Wir kommen zurück. Das war einfach eine kleine Exkursion Richtung Weihnachten und mit einem kleinen Umweg über Silvester. Und jetzt sind wir hier wieder in unserem Sparspiel beinahe angekommen. Und zwar beim Wintersparspiel. Wo ist der Baumschmuck von der lieben Omabel Budgeting? Und letztens wurde ich darauf hingewiesen, irgendjemand hat mich darauf hingewiesen, was auch total Sinn macht. Und das habe ich total ausgeblendet. Weil ich habe mich ja so ein bisschen beschwert. Ich habe mich nicht beschwert, aber ich habe mich... ich war schockiert, sagen wir es so, über die hohen Sparsummen auf den Losen. Ne? Da war ja irgendwie einmal 25 und einmal 40 oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe dann auf jeden Fall die Quersumme genommen. Aber hier oben steht ja, und das steht eigentlich immer auf all ihren Spielen, habe ich nur geflissentlich überlesen, ausgeblendet, ignoriert, was auch immer. Denn da steht ja, so, Würfel mit einem Dreierwürfel, setze zu Beginn fest, wie viel 1 wert sein soll. 1 Euro und dann kannst du ja festlegen, zum Beispiel, dass 1 Euro 10 Cent wert ist. Und demzufolge hast du ja dann auch kleinere Summen, zum Beispiel bei den Losen oder hinter den Rubbelfeldern oder so, ne? Allerdings ist das für mich auch immer verwirrt. Also ich mag das nicht, da muss ich mir, ich mag das nicht, da noch so viel rumrechnen zu müssen. Ich könnte jetzt sagen, 1 Euro ist 10 Cent wert, okay, dann lässt es sich noch relativ leicht rechnen. Aber ich weiß ja nur auch nicht, sind ja nicht überall jetzt mega große Sparsummen, ne? Weil hier hast du ja 2, 5, 1, die möchte ich ja schon so nehmen, wie sie sind. Demzufolge denke ich, werde ich das einfach jetzt weiter so handhaben, dass ich gucke und sind mir die Summen zu groß, dann werde ich einfach die Quersumme bilden. Jo, so werde ich das weitermachen. Das nur am Rande. Aber wir werden jetzt erstmal hier eine Runde spielen. Flupp, eine 1. Und da kommen wir hier auf die 2 und sparen 2 Euro und würfeln nochmal eine 5. 1, 2, 3, 4. Oh, da kommen wir wieder auf eine Kiste und dürfen wieder losziehen. Na, da schauen wir doch mal. Da sind wir gespannt, ne? 2. Genau, weil ich hatte ja beim letzten Mal hier irgendwie da, weiß ich gar nicht, 25 Euro
Und das andere war auch so eine. Ah ja, genau, 30 Euro. So, wir gucken mal. Wir gucken mal, was uns da ereilt. Wir nehmen mal ein rosanes jetzt mal, wa? Wir nehmen jetzt mal ein rosanes und gucken mal. Alright. Du findest die gestreiften Glaskugeln. Es sind 17, aber zwei haben keinen Aufhänger. Das kennt man, ne? Geht es natürlich auch so jedes Jahr das Gleiche. Kurz vor Weihnachten beim Baumschmücken, dann fehlen die Aufhänger und man weiß nicht, wo man sie hingelegt hat. Und jedes Jahr das Gleiche. Spar 15 Euro. Alrighty. 15 Euro, dann machen wir die Quersumme, dann sind wir bei 6 Euro. Und dann die 2, dann sind wir bei 8 Euro. 8 Euro. Ich hoffe, euch stört das Geböllere im Hintergrund nicht allzu sehr. Aber ja, muss man halt mit leben, wenn man am Silvesterabend filmt, ne? So, 31.12. Dann sind wir da bei 18 Euro. Bei diesem schönen Spiel. So, eine Runde Spartett. Natürlich. Auf jeden. Auf jeden habe ich alle Kärtchen. Ja, haben wir. So. Wir würfeln erstmal schon mal einmal die 6. 6 war. Ja, 6. Gut. Ups. Erstmal hier sortieren. Schwupp. So, einmal. Und zweimal. Und dann nehmen wir hier ab und nehmen die. Und dann nehmen wir hier ab und nehmen die. Und dann schauen wir, was das sagt. Hoppala, die 6. So. Bringt Geschenke 15 und bringt Geschenke 12. Also gewinnt der süße kleine Weihnachtsbaum für 2 Euro. Sehr schön. Soll er haben. Soll er haben. So, 2 Euro rein. Dann sind wir da bei 9 Euro. So, das werde ich jetzt, glaube ich, skippen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich jetzt eher noch die Spiele von den anderen besparen werde. Das werde ich auch gar nicht mehr anfangen. Und genauso wie das, weil es macht jetzt für mich keinen Sinn, auch wenn ich, ja, ich meine eigenen Sachen auch gern bespielen wollen würde. Und gerade die hier so feier und so liebe. Aber nee, ich werde mich jetzt auf die Spiele der anderen fokussieren, dass ich da möglichst gut noch ein bisschen durchkomme. So, das kommt auf Seite und dann nehmen wir uns die nächsten beiden davor und gucken mal, was wir da so drin haben. Genau, hier haben wir ja meinen Wünsche-Binder. Einmal für den Filofax A5 Croc, der jetzt übrigens gerade bei Amazon um 50 Euro gestiegen ist. Yay, aber er fällt bestimmt auch irgendwann wieder. Wintermond werde ich jetzt erstmal skippen, weil auch den werde ich weiter mitnehmen als die Weihnachtsspiele. Das ist für mich auch jetzt relativ neutral. Das werde ich auch noch ein bisschen weiter fortlaufend mitnehmen, denke ich. Von Budget Magic, Highland Winter genauso. Tattoo. Christmas Clocks, da werden wir auf jeden Fall noch mal reingehen. Genau, und her für mein Tattoo-Binder. Da kommen jetzt nochmal 150 Euro rein. Weil ich nämlich von meinem Schatzi zu Weihnachten unter anderem einen richtig, richtig tollen Gutschein geschenkt bekommen habe. Und ja, eigentlich bin ich nicht so der Freund von Gutscheinen. Aber er hat den so, so mega schön gemacht. Ich blend euch das mal irgendwo ein, wenn ich es nicht vergesse. Er hat extra ganz viel gebastelt und geklebt und hat extra eine kleine, so eine Mini-Tattoo-Maschine gekauft, um das quasi visuell rüberzubringen und hat das richtig, richtig schön gemacht.
Und hat mit Rubbelaufklebern gearbeitet. Aus meinem Stash. Ja, und da habe ich mich einfach mega gefreut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mich mehr gefreut habe. Über den Zuschuss für den Tattoo-Folder. Über die 150 Euro. Oder über den selbstgestalteten, gebastelten Gutschein an sich, weil der einfach so cool ist. Der steht jetzt auch im Wohnzimmer auf dem Regal und ich glaube, der bleibt auch erstmal stehen, weil ich finde ihn einfach so cool. Hat er richtig schön gemacht. So, Christmas Clocks. Da, oh Gott, da haben wir noch so viel da. Ich glaube, da spiele ich noch bis Weihnachten 2025, 26 dran. Ja, it is what it is. Wir werden einfach mal einmal hier nochmal so einen süßen Lebkuchenmann aufrubbeln. Für 6 Euro. Aber wie gesagt, mir war ja von Anfang an klar, dass ich da nicht mal im Ansatz durchkommen werde. Obwohl ich schon, ehrlich gesagt, gehofft hatte, dass ich die einzelnen Challenges schaffe, ein bisschen öfter zu bespielen als mehr als 2-3 Mal. Aber dazu müsste ich jeden Tag eine Spielrunde spielen. Ne? Also mal ganz davon vom Geld abgesehen. Ich könnte es natürlich vom Geld hier aufteilen auf mehrere Runden und jetzt nicht 2-3 Mal jede Challenge auf einmal bespielen. Aber ja, du hast ja auch in der Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit und Zeit um Weihnachten herum gar nicht irgendwie Zeit, jeden Tag jetzt irgendwie. Naja, ihr wisst. Obwohl, das Einzige, was ich jeden Tag gespielt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auf YouTube schon gezeigt hatte, ich glaube nicht, ich habe das auf Instagram und TikTok geteilt, und zwar von der lieben Sandra von Design by Desa, diesen süßen Pocket-Taschen-Adventskalender, den habe ich ja jeden Tag bespielt und der war mega cute, der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und waren ja jeden Tag dann so einzelne andere Challenges mit dabei, losen, würfeln, ausmalen, rubbeln. Richtig, richtig süß gemacht. Und da sind sage und schreibe 143 Euro zusammengekommen, die jetzt alle hier noch drin liegen. Da muss ich nochmal gucken, wo ich die dann reinrechne oder reinstopfe, in welchen Spartopf. Muss ich mal gucken, muss ich mal überlegen. Ich gucke gerade mal, ich glaube, ich kann hier mal kein Geld rausnehmen. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, das machen wir doch gleich mal. 10 und 10. So. Jo, jedenfalls, das hatte ich dann wirklich täglich gemacht im Dezember. Und ja, richtig Spaß gemacht. Also mega cool. So. Wo waren wir stehen geblieben? 6 Euro haben wir errubbelt, ne? 6 Euro haben wir errubbelt. Oh, komm, wir würfeln nochmal. Eine 1. Das ist 7. Okay. Können wir hier war doch irgendwas zum Abstreichen. Vielleicht können wir noch 3 abstreichen. Haben wir hier 3 Euro irgendwo? Da. Dann machen wir das doch. Weil dann haben wir nämlich 10 Euro. Können wir gleich 10 Euro reinpacken. So. Sehr schön. Dann kommen nämlich 10 Euro rein. 31.12. plus 10 macht 31. So, und bevor ich mich jetzt wieder erschrecke, warum hier kein Geld drin liegt, das kommt ja vorne in die Hauptpocket hier rein, ne? Bei meinem Wünschebinder. So, dann kommen da 10 Euro dazu. Achso, dann kann ich das ja hier, hier hatte ich das ja immer zusammengerechnet, ne? 31.12. plus 10, dann sind da 61 drin. Alrighty. So, und dann haben wir hier hinten nur noch einmal Adventure of Budgeting, aber das ist für mich neutral, das werde ich definitiv weiterführen. Da muss ich jetzt nicht, da habe ich jetzt eher weihnachtliche Spiele, die ich nochmal bespielen möchte. So, wir schnappen uns jetzt einfach mal einen x-beliebigen Folder hier. das ist mein Hauptsparfolder, der bringt uns nicht weiter. Einen x-beliebigen Folder. Planner und gucken einfach mal, was wir da noch Weihnachtliches drin haben, würde ich sagen. Und was wir noch machen möchten, oder? Ich weiß auch gar nicht, wie die Zeit ausschaut. Ob wir schon sehr, sehr weit sind. Wir machen einmal hier diesen lilafarbenen Center, den liebe ich ja auch, von Sparstrahl.
Tombola, da ziehen wir ein Los, ein Los, ein Los, ein Los. Schwupp. Uiuiui. 7 Euro, sehr schön. Der ist so hübsch, ich mag den voll, ne? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Santa in Lila, aber das sieht so cool aus irgendwie. Ich finde ihn richtig, richtig toll. So, 5, 6, 7. So, die bleibt auch erstmal. Das auch. Das sowieso. Das auch. Christmas-Rubbel. Weihnachtsrubbel machen wir auf jeden Fall nochmal. Da brauchen wir den Würfel nochmal, den ich jetzt schon wieder. Da ist er. So, ein großer Punkt. Ja. 7. So. Nochmal ein großer Punkt, wie langweilig. Ah, 10, sehr schön. Einmal noch. Oh, wo ist er? Ein kleiner Punkt. Nein, ich will keinen kleinen Punkt. Ich möchte eine Mütze aufrubbeln. So, eine Mütze drauf, ja. Na gut, ein Stern ist auch in Ordnung. 16. Ich mache mir schon wieder die Welt, wie sie mir gefällt. Wenn ich so weitermache, spiele ich durch bis nächstes Jahr, bis Neujahr. Hey! 16. 19. Okay, 19 Euro. Kriegen wir jetzt noch irgendwo einen Euro hier? Wahrscheinlich nicht, ja. 19 ist so eine bescheidene Summe. Stern. 19. 23 ist auch nicht besser, ne? Okay, 23. Ich spiele mich um Kopf und Kragen. Plus 23. Bin ich verrückt oder was? Hab ich jetzt echt 23 Euro aufgerufen? Dein Ernst? 4, 10, 2. 3. Ja? Okay. Was hat mich denn da geritten? Oh mein Gott. So. 23, 20, 30, 40. Dann machen wir jetzt da eine runde Summe, ne? 23 Euro. Na gut. Schwupp. 20, 2, 3. Hoppala. So. Und den lasse ich auch aus. Mal gucken, was wir noch Weihnachtliches finden, was wir bespielen können, wollen, dürfen. Haben wir hier was Weihnachtliches dazwischen? Wir gucken mal. Die Silvesterparty, ne, kommen, also wenn wir die heute nicht machen, wann dann, ja? Wann denn dann? Na, also ehrlich. Ja, passt doch wie Faust auf Auge von der lieben Susan von. Ach, gemeinsam sparen. So was machen wir. Zieh ein Los. Wir lassen einmal Feuerwerk steigen mit einem Los. Schup. So, mit einem Los. Und wir gucken mal. Schon wieder. 7. 7 Euro. Was machen wir? Wir rubbeln uns mal die Maske. Die ist cool. 9 Euro. Holen wir den Zylinder noch frei. 5. 14. Ja, wieder das Problem mit dem 1 Euro.
vorne was abstreichen? Nee, hinten auch nicht. Wo kriege ich denn jetzt noch einen Euro her, Mensch? Sektflasche, Sektflöte, die habe ich schon. Gut, nehmen wir 14 Euro. Nützt ja alles nichts. Oh, wollen wir einmal rubbeln? Liebe Susan, bitte habt da irgendwo eine 6 drunter. Obwohl, ich könnte auch einfach den... Komm, wir streichen einfach den Ballon ab. Ja, wir wollen mal nicht... wollen es mal nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Dann machen wir es lieber so. Und dann, haben wir 20 Euro, ne? Ja. Das Geknalle. Ah. 20 Euro. Dann sind wir bei 31 Euro. Sehr schön. Voll cool. So, 20. Christmas Sweater Party. Ich habe ja gesagt, ich skippe meine erstmal so ein bisschen. Das ist neutral, das bleibt. Das auch. 7 Sparnüsse für Aschenbrödel. So, jetzt Butter bei die Fische. Wer hat geguckt? Mindestens einmal. Wer hat mindestens einmal 3 Haselnuss für Aschenbrödel geguckt in dieser Weihnachtssaison? Schreibt unten rein einfach nur 3 Haselnuss für Aschenbrödel. Kommentarlos nur 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, wenn ihr 3 Haselnüsse für Aschenbrödel mindestens einmal geguckt habt in dieser Saison. Also wir haben es definitiv einmal geguckt. Wir konnten nicht anders. Es gehört einfach dazu und ist immer wieder irgendwie süß. So, 8 Euro. Okay, nehmen wir 8 Euro. Dann haben wir 12 Euro drin. Packe ich einen 10er rein. Nehmen wir 2 raus. So. Dann haben wir hier auch alles Weihnachtliche drin abgefrühstückt. Einen schaffen wir noch, oder? Ich muss mal gucken, wo habe ich denn Pink Christmas? Da ist er drin. Den möchte ich auf jeden Fall nochmal. Weil das ist... Und ich möchte auch unbedingt nochmal Ginger City spielen. Ah, da, perfekt. Super. Dann habe ich genau den richtigen Bein da erwischt für mich. So, Würfel. Ich möchte mit dem schönen pinkfarbenen Würfel würfeln. Da ist er. Mensch, draußen klingt es, als wenn wir echt schon Mitternacht hätten, ne? So, wir kommen auf den süßen Santa und rubbel einen Nikolauswunsch frei. Oder spare 2 Euro bzw. 4 Euro. Da rubbeln wir doch auf jeden. Ist ja klar, ne? Warte mal, ich muss erstmal sortieren. Und die auch gleich mit raus, ein Sternchen auch gleich mit raus, Geld, das wird. Wir sortieren erstmal. Also so viel Zeit muss sein. So. Nicht vergessen, den Helm mit reinzupacken. Ihr schreit, wenn ich es vergesse, ne? wo ist denn der Nikolauswunsch? Da, Nikolauswünsche. Da haben wir noch nicht einen aufgerubbelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Oh mein Gott. Echt, ich schäme mich. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe ein schlechtes Gewissen den wunderschönen Kreationen gegenüber. Macht das Sinn? Ergibt es irgendeinen Sinn? Ja, ne? Also es tut mir echt so leid für diese wunderschönen Kreationen, dass ich die nicht wirklich... Ich würde die hätte so gern viel, viel öfter gespielt und viel, viel mehr genutzt. Und es ist doch echt... Eine Krux, 5 Euro. Dann gucken wir schon mal dahin. Aber hier wollen wir auf jeden Fall nochmal ran. Ne? So, wir würfeln nochmal. Eine 3.
1, 2, 3, 6 sind wir bei 11 Euro. 11 Euro. So, einmal noch. Ich will noch einmal gerne irgendein Aktionsfeld haben. Na, 1, ne? Das sieht doch gut aus. Komm auf den Kamin. Der Kamin sagt, ziehe ein Geschenk los. Jo, das machen wir. Lass uns nicht zweimal sagen, ne? Geschenke-Tombola. So, dann ziehen wir einen los. Ich will auch ein Sternchen mal kleben. Ach nee. Naja, bei mir zieht sich Weihnachten dann einfach bis Ostern ran. Ich tausche dann direkt, das ist ja in Geschäften auch so, da werden ja auch die Weihnachtssachen direkt in die Ostersachen ausgetauscht, von daher. Jo. So, wir gucken mal. Ich feiere das. Das Spiel ist so hübsch. Da hat die liebe Steffi von Sally und Tommy echt. Love it. So, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9. Dann haben wir 19. 19. 19. Schon wieder so eine blöde Summe. Habe ich einen Euro drin? Ja! Na, perfekt. Dann machen wir das doch so. Nehmen wir einen 20er. Und dann packen wir das erstmal alles wieder zurück. Dann nehmen wir die 1 Euro raus. Packen die 20 Euro rein. Nehmen das Budget Sheet raus. Packen die Lose und die Sternchen wieder rein. Ihr braucht nicht schreien. Und füllen das hier aus. So. Jetzt habe ich wieder den dicken Stift erwischt. Oh Mann. Na, wenigstens bleibe ich mir treu, ne? Wenigstens bleibe ich mir in meiner Sache hier treu. Da hatte ich mich verschrieben, ne? Den haben wir am 12. gespielt. Ja, muss ja. So, 19. 19 plus 16 macht 35. Schön. Schön, 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 schön. So. So. Dann haben wir Pink Christmas. Einmal durch. Ich krieg das nicht mehr zu. Candy Cane Lane skippe ich auch. Rettet das Weihnachtsfest. Das ist jetzt leider zu spät, um das zu retten, aber... Wäre auch wahnsinnig weit gekommen, ne? Oh Gott, wir sind nicht mal von Australien weggekommen, aber es tut mir echt. Also ich habe nächstes Jahr nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich spiele nur zwei, drei Sachen oder ich fokussiere mich in der Zeit halt wirklich nur auf die weihnachtlichen und winterlichen Spiele. Und ja, Lösung 1 kommt für mich nicht in Frage, also yo. Ja, ich denke mal, ich werde das dann so machen wie jetzt zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, Silvana, genau, Sparfuchslady, dass ich dann wirklich nur zwei oder drei saisonale Beine habe und in der Zeit halt alles andere außen vor lasse. Und wenn ich gerade halt Herbst, Winter, Herbst, Weihnachten, Halloween, Weihnachts, Herbst oder Halloween oder Weihnachts, Winterzeit ist so, Leute, dann spiele ich die neutralen Spiele. Irgendwie so. Ich muss mal gucken. Ich hatte gerade eine 6 gewürfelt davor, ne? Ich hatte schon eine 6 gewürfelt, oder? Ich will ja weiterkommen. Doch, ich hatte davor schon eine 6 gewürfelt. Hatte ich? Ich hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Okay, 1 Euro. Hey! Hula, die war 1 Euro. Da, ja, da war das. Da geht nochmal 4. 1, 2, 3, 4, 2 Euro. 2. Und ich will auf ein anderes Feld kommen. 3. 1, 2, 3. Ich glaube, den 1 Euro eben hatte ich nicht hingepackt. Ne? Oh. So, jetzt bin ich auf ein Sternchen. Und ein Sternchen bedeutet, grubbel ein Feld frei und folge den Anweisungen. Na, das klingt doch schon mal fein. Da haben wir auch noch nicht einmal gerubbelt. Das ist eine Schande. Das ist echt eine Schande. Oh, ich hab kratzt nochmal 1 Euro. Meine Güte.
Ich will am Schnee schieben. Mal vorne wegschieben. So. 1 Euro. Sind wir jetzt bei 5 Euro, ne? Das ist eigentlich eine schöne runde Summe. 4, 5, ja. Dann machen wir das so. So. Das Kleingeld nämlich zurücklegen. Und einen Fünfer nehmen. Und dann wandert der da rein. Dann haben wir zwar das Weihnachtsfest nicht gerettet, aber naja, bis zum nächsten Weihnachtsfest sollte der gute Weihnachtsmann alle seine Geschenke wieder beisammen haben. So. Auch so ein schönes Spiel. Ah, ich hab echt ein schlechtes Gewissen den Spielen gegenüber. Leute. Von Sparstrahl. 11 Euro. Ja, 11 Euro drin. So, die Lebkuchenbäckerei, die süße. Von Black Roses Design. Auch so cute. Oh, jetzt holst du das Geld gleich wieder mit raus. Nee. Wir würfeln mal. 1, 2. Und wir rubbeln nochmal. 9. Naja. Oh, so hübsch hier mit dem Keks da drunter. Ach ja. Mhm, ja, klar. Dann haben wir 11. 11. 11. 11. Ich würde gerne auf 15 kommen. Malen wir hier noch die Flamme von der Kerze aus für 4 Euro. Und dann sind wir bei 15 Euro. So. Die süße Lebkuchenbäckerei. Was haben wir hier noch drin? Das, ja gut, das, ich sag da nichts zu. Das können wir im Winter noch. Winter haben wir noch ein bisschen länger. Ja, Ginger City spielen wir auf jeden Fall auch nochmal. Ebenfalls von Sparstrahl. So. 6. 1, 2, 3. Jetzt kommen wir auf den Lebkuchenmann und das heißt, ziehe ein Los und spare den entsprechenden Betrag oder die Quersumme. Okay, habe ich die Lose mit drin oder habe ich in meinen... Nee, habe ich nicht. Dann machen wir das so. Elf. 11 Euro. 11 Euro. Und einmal machen wir noch. Eine 4. Oh nee, 1, 2, 3, 4. Ich will nicht schon wieder losziehen. Ich will was anderes machen. Da ist noch so viel zu tun. So viele schöne Sachen zu erleben. 5. Okay, nehmen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, Leute. Oh nee, der kleine Lebkuchen sucht seine Kompanie und stellt fest, dass diese noch verziert wird. Oh je, spare 1 Euro für den Zuckerguss. Okay, 1 Euro für den Zuckerguss. Und nochmal, wer so schön war, eine 2, ABC. Da dürfen wir dann wieder ein Worträtsel lösen, ne? Glaube ich. Ja, ins Wortpuzzle. So. Mal gucken, was wir hier finden. Achso, das war dem anderen. Hier hatte ich es noch gar nicht gemacht, siehst du? Mein Gott, entschuldige bitte. Ich habe jetzt 12, also wäre es schön, wenn ich irgendwas für 3 Euro finden würde. Zimt. Zimt oder Glocke. Oder Hell oder Engel.
Es ist natürlich auch sehr mutig, sich darauf festzulegen, ne? Kann jetzt ein bisschen dauern. Zimt, da ist der Zimt. Haben wir eine andere Farbe? Nö, nehmen wir die. Oh, ist egal. Wo war er? Da war er. Zimt. Was denn los hier? So, 3 Euro. Dann haben wir nämlich 15 Euro. Fein. Fein. So. Ah, ich freue mich. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich spielen kann. Irgendwie. Es ist immer so im Alltag, denkst du, oh, jetzt hast du keine Zeit und jetzt hast du auch dann wiederum keine Lust, wenn du vielleicht Zeit hättest abends und dann denkst du, oh nee. Oh. Aber wenn du dann dabei bist, dann macht das so Spaß. So, 15 Euro. 15 Euro. 31.12. plus 15 macht 22 bei Ginger City. So, und dann noch einmal Winterzauber und dann denke ich, haben wir es für dieses Video. Ich glaube, das ist auch schon wieder ganz schön lang. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt kein Überblick, aber... So, was machen wir? Temperatur. Kaufe Futter für die Tiere. Ach komm, wir rubbeln mal. Wir sind heute... Wir rubbeln heute mal. Viel und gerne. Eine 4. 4 Euro. Eine kleine Eiche. Für 4 Euro. 4 Euro und dann füttere die Tiere. Wir müssen die auch noch füttern, ist ja klar. Wir können ja nicht nur Tierfutter kaufen, wir müssen die auch füttern. Und zwar am idealsten mit der Eichel, nämlich das Eichhörnchen. Also 6 Euro. Das ist doch cute. Das ist süß, das nehmen wir. Hier müssen wir uns auch nicht ganz so beeilen, weil Winter, das können wir noch ein bisschen länger bespielen. Was hatte ich gesagt? Oh, mein Kurzzeitgedächtnis, ey. 6 Euro. Weil ich immer schon mit meinen Gedanken schon wieder beim nächsten Schritt bin, ne? Wer kennt's? So, 26 Euro. 6 Euro. Dazu packen. 5. Und 6. Und dann sind wir hier durch. Und ich denke, dann machen wir hier auch einen Break. Wir haben ganz gut was weggekriegt, denke ich. Und dann werde ich jetzt so... mich mal durch meine Planer forsten und mal gucken, was wir diesen Monat wegsparen konnten. Ich glaube, das ist eine ganze Menge. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch nochmal ein wunderschönes neues Jahr. Willkommen in 2024. Ich hoffe, es bringt ganz, ganz viele tolle Sachen für euch. Und wenn auch Sachen kommen, die vielleicht nicht so toll sind, dass ihr dann auf jeden Fall die Kraft und die Energie habt, auch die zu schaffen und auch die zu wuppen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf viele, viele tolle neue Sachen dieses Jahr. Ich habe schon, wie gesagt, einige Sachen in Planung, in mehreren verschiedenen Bereichen und freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. So, jetzt mache ich erstmal einen Break. Genießt noch den Neujahrstag, ruht euch noch ein bisschen aus, bevor das Putenrennen wieder von vorne losgeht. Und ja, vielen lieben Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht. Lasst gerne ein kleines Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen. Oder lasst einen lieben Kommentar da. Und ansonsten, ja, lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf.